Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen. Hier zu einer neuen Folge Football Manager 2015 von Sports Interactive, heute hier im Part Nummer 5. Und ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zum Samstagsvideo, denn wir haben heute Samstag, den 28. März 2015 und damit herzlich willkommen. Und erstmal, bevor wir hier in das LP reinstarten in diese heutige Folge, möchte ich mich erstmal bei euch bedanken für die Resonanz in der letzten Folge oder generell in den bisherigen 4 Folgen. Ihr macht es wirklich gut. Können wir so weitermachen? Können wir so weiter reinstarten? Zwar sind die Vorschläge, die jetzt reingekommen sind, relativ wenig ausgefallen. Ich war ein bisschen überrascht gewesen, dass so relativ wenig Vorschläge kamen, aber naja, man muss es eben so hinnehmen. Es kamen 2 Vorschläge von S04 Fans04, und zwar die Vorschläge Jaroslav Lindner und Besha Halimi. Besser bekannt die beiden Spiele beim lieben und guten Fußball mit Van Bergen. Mal liebe Grüße an dich, Bergi, falls du hier reinschauen solltest. Ich glaube zwar nicht, aber falls es sein sollte, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Und da wurden auf jeden Fall Halimi und Lindner genannt. Hier Besha Halimi wird gescoutet von mir. Habe ich schon mal ins Blickfeld genommen. Wir werden ihn auf jeden Fall angucken. Ob er dann das entsprechende Wert ist, ob wir ihn holen können, ist die Frage. Weil ihr seht hier, 700.000 Euro Wert können wir als kleiner Verein nicht stemmen. Und dann zum einen Jaroslav Lindner von Holstein Kiel. Wie wir hier sehen können, habe ich jetzt auch erstmal hier scouten lassen. Sieht an sich nicht schlecht aus. War beim Bergi, glaube ich, bis zur zweiten Liga Stammkraft. Danach ist er ja dann abgewandert. Also ist schon eine interessante Geschichte, die Spieler dann hier unter Vertrag zu nehmen. Es wäre sozusagen dann ein Holstein Kiel 2 Projekt. Hätte ich von Anfang an die Kieler nehmen sollen, aber wie gesagt, ich habe mich letztendlich für Rostock entschieden, weil es einfach auch eine schöne Mannschaft ist. Sehr mit Tradition bestückt, leider momentan in arge Schwierigkeiten geraten. Weil wir sehen, hier sind einige wirklich gute Spieler, die auch damals dabei waren. Was? Sadio Sané bei Kiel. Ach, geliehen von Paderborn. Okay, ich dachte schon. Was wollen die Kieler fest mit dem? Und wir haben jetzt, wie gesagt, hier heute das Spiel gegen den Malchower SV. Danach haben wir dann noch den Greifswalder SV, dem Vorgängerverein vom Greifswalder SC, wo ja Toni Kroos herkam. Deswegen hatte der Club damals geklagt und auch jetzt einen Anteil der Ablösesumme bekommen, die der FC Bayern für ihn einstreichen konnte. Das war, glaube ich, so um die 30 Millionen oder was. Und die bekamen da, glaube ich, einen relativ kleinen Anteil, ich glaube 600.000 Euro oder was. Immerhin etwas. Und dann würde ich doch mal sagen, gehen wir hier rein, machen das im 4-2-3-1 Hitzfeld. Und ich habe jetzt mal Latte als Leihspieler bei uns, genauso wie einen, wo ist er denn? Wo ist er? Onur, was macht Onur nur auf draußen? Onur muss kommen rein, nach Humbert haben wir noch geholt, genau. Kommt hier mal Vidovic weg, und ein Vorschlag war auch noch hier den guten Ziemer für einen anzubieten, damit wir ein bisschen mehr Geld generieren können. Er ist 575.000 wert. Die Verwaltungsabteilung gibt bekannt, dass dieser Vorschlag an alle Vereinstrainer gefaxt wird. Sie werden in naher Zukunft informiert, sollte es Interesse geben. Ich würde mal sagen, wenn ich es hinkriege, dass wir 1 Million für ihn bekommen, dann wäre das doch was ganz Feines, damit wir dann auch Möglichkeiten haben, den einen oder anderen Spieler zu holen. So, Schuhe, nee. Da wird Brinkis im Tor stehen. So, Schirbeni verletzt, Starke verletzt, Kröger verletzt. Pelzer, mal gucken, für wen könnte man denn Pelzer mitnehmen. Wir haben Hüsing, Kofler für die 6. Was kann denn Humbert eigentlich noch spielen? Ja, die ist 6. Okay, dann werden wir ihn da erstmal testen. Dann würde ich doch mal sagen, passt es soweit.
Hier steht's ja, ABL ablösefrei verfügbar. Und dann können wir eigentlich reingehen hier in die Testspiele. Gegen den Malchower SV und dann gegen Greifswald. Und dann können wir dann in den ersten Spieltag übergehen. Was wir hier auch bestreiten werden. Wir sehen es hier bei uns. Starke nicht verfügbar, Kröger nicht verfügbar. Kennen wir ja. Und Schirrbini fraglich Knieverdrehung, aber der wird ja trotzdem draußen sein. Also nicht zum Einsatz kommen. Und wir versuchen es jetzt einfach mal mit der Elf hier. Bin ich mal gespannt, ob sie sich beweisen kann. Björn Ziegenbein haben wir ja auch geholt. Von Halle zurück zu uns. Und da werden wir dann jetzt einfach sehen, ob er einschlagen kann, ob er sein Geld wert war. Wie gesagt, das wissen wir alles erst hinterher. Sehen hier die ganzen weiteren Partien. So, alle Ratschläge umsetzen, die halt irgendwie möglich sind. Am besten alle auf den schwachen Fuß. Die Offensive immer hier ein bisschen eindecken. Ach, Rölfsson macht die gegnerischen Anweisungen. Hätte auch Schlins machen können. Ist ja erfahrener, war ja auch mal Trainer von Hansa. Hat's aber damals nicht geschafft, das Feld umzureißen. Machen Sie den Spielern klar, dass niemand einen Startplatz garantiert bekommt und dass sie sich in diesen Spielen zu beweisen haben. Saubere Leistung in der Defensive, im Mittelfeld und im Sturm. Und dann gehen wir rein, ab der Fisch. Machen es hier, wie gesagt, in dieser 2D-Ansicht. Wird dann, wenn wir in der dritten Liga sind, natürlich anders ausfallen. So, erste Chance verpufft im Aus. Wir in den weißen Jerseys. Jakob Schwertfeger nach vorne. Bickel! 1-0. Christian Bickel, zweite Minute. Und wir führen hier gegen den Malchower SV. Sehen Sie nochmal in der Wiederholung. Jakobs abgeblockt. Schwertfeger mit der Flanke. Bickel völlig frei. 1-0. Und wir haben schon die nächste Möglichkeit. Ikenk auf Halil Safran. Und Karl hat den Ball. Der den Ball auch nach vorne bringt. Björn Ziegenbein auf Ruprecht. Ruprecht auf Ikenk. Ikenk auf Bickel. Bickel auf Safran. Aber Halil Safran stand hier im Abseits. Schwertfeger auf Latey. Latey auf Halil Safran. Safran auf Ikenk. Ikenk. Wurm. Nicht schlecht. So, schöne Freistoßmöglichkeit, leider übers Tor. Halil Safran im Abseits. Änderungen durchführen. Ikenk ist angeschlagen. Naja, können wir eben nichts machen, nur in der Pause wechseln. So, Brinkies mit dem Ball nach vorne. Auf Halil Safran. Der versucht es, aber leider übers Tor. Latte ist angeschlagen, doch er sollte weitermachen können. Schwertfeger, gelbe Karte. Jakobs. Auf Ziegenbein, Ziegenbein auf Ikenk. Verliert den Ball, Latte. Auf Ikenk, Ikenk auf Björn Ziegenbein, Ziegenbein auf Jakobs. Der versucht es, aber auch deutlich neben den Kasten. Was? Ziegenbein ist angeschlagen. Was soll denn der? Mist. Schwertfeger mit der gelben auch nicht gut. Jakobs. Ikenk. 2-0. Hosse Alex Ikenk in der 45. Spielminute hier mit der 2-0-Toreführung. Sehen Sie hier Schwertfeger auf Jakobs. Abgeblockt mal wieder. Ikenk mit dem Schuss. Und keine Chance da für den Torhüter. Und damit gehen wir dann rein mit einer. Wir können mit den Bemühungen der Mannschaft zufrieden sein. Mach mal doch, sag mal leidenschaftlich, eure Abwehrleistung. Oh, was ist denn los, Ratschabali? Ist doch nicht wahr, Ratschaji. Schien abzuschalten. Okay, wenn er abschaltet, dann darf er draußen weiter abschalten. Habe ich nämlich die Schnauze voll hier. Altschwede links. Ist Paar Sabel, weitlich rechts.
Deswegen will ich mal versuchen. Vielleicht kann das ja links besser. Nee, mittelmäßig. Dann ist es passabel mir schon lieber. Mal gucken, wie die anderen Konditionswerte sind. 80, 78 und so weiter und so fort. Kernerdorf rein für die zweiten 45 Minuten. Büsing für Kruppe. Sima oder Onur kommt rein. Mal gucken. Stefanovic, Schünnemann. Wir haben schon ordentlich Backup. Mal gucken, wir haben ja noch 45 Minuten Zeit, können ja immer noch wechseln. Oder machen wir das für diesen. Weißt du, Mosalo kann links spielen. Dass wir das eher so rum machen. Und dann gehen wir rein. Zweite 45 Minuten hier gegen den Malchower SV. 2:0 die Führung. Schumski mit der gelben Karte für Malchow. Bickel mit dem Freistoß. Aber hier auch schon neben den Kasten. So, mal gucken. Björn Ziegenbein hat einen Schlag abbekommen, aber dieses Mal sieht es anscheinend schlimmer aus. So dass wir da reagieren müssen. Mal gucken, wie machen wir das denn am besten? Schirbulea dann für Latte, der eine wirklich gute Leistung bisher gezeigt hat. Dann kommt Stefanovic für Ziegenbein. Kofler für Ikenk. Mangelhaft, da muss man ihn nach hinten schieben. So, Abmarsch. Bickel neben den Kasten. Jetzt die Wechsel. Björn Ziegenbein verletzt steht da. Also war es dann doch was Ernsteres hier. Beim Gegner wird auch gewechselt bei Malchow. Kerner mit dem Ball nach vorne auf Stefanovic, auf Onur. Jakobs auf Onur mit dem Tor. Und, nee, Schürrbolea. Es war Schürrbolea, nicht Onur, schade. Aber immerhin 3:0. Ach, okay, der hat weitergeleitet auf Schürrbolea. Und er dann mit seinem Schuss fein hier zum 3:0. Wunderbar. Braucht man nicht viel sagen. Mal gucken, Schirbu, kannst du auch noch woanders spielen? Könntest du auch hier spielen? Mittelmäßig könnte er da, weil ich möchte jetzt Sima noch spielen lassen. Da wäre absolut untauglich. Hängende Spitze, stärkste Position. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal so. Bisschen breit, aber lieber breit als schmal. So, ihn. Innenverteidiger kann er bisschen. Weil dann dürfte er jetzt für Ruprecht noch ein bisschen reinkommen zum Testen. Mittelmäßig. Naja, wir versuchen es einfach. Bei einer 3:0 Pausenführung können wir es eh machen. So, jetzt kommen die ganzen Wechsel hier durch. Und dann Anpfiff jetzt für den Gegner. Abel auf Etogo auf Hamann. Sehr prominenter Name. Krajewski auf Stefanovic, Schirbolea auf Etogo. Hamann. Etogo. Derfwinkel Etogo. Wieder Derfwinkel Etogo. Hamann auf Bar. Er auf Hamann. Etogo 1:3 Anschluss. Esama Etogo in der 75. Minute. Ich würde mal sagen Ehrentreffer. Aber wäre eigentlich zu verhindern gewesen. Aber naja, passiert. Können wir eben nichts machen. Kann auch mal vorkommen. So, nächste Chance, der Winkel über den Kasten.
Also die Heimmannschaft will hier wohl noch zeigen, dass sie mit uns standhalten können. Hofler. Auf Stefanovic. Jakobs. Zimmer. Über den Kasten. Schade. Stefanovic mit dem Freistoß auf Hüsing. Hüsing auf Jakobs. Auf Ono Aktogan. Und er mit dem 4:1. Aber abseits. Oh Mann, da war der Dönerbesitzer von Kiel nicht erfolgreich. Schade, schade. Hätte ihm gerne sein Tor gegönnt, aber... Naja, so ist es jetzt. Ecke, nee. Einwurf. Zu Musalo. Auf Stefanovic. Er nochmal raus. Nochmal die Konterchance hier für Malchow. Eine Sekunde auf Aust. Krajewski. Und da müsste es eigentlich der Tropf gelutscht sein. Und jetzt ist er gelutscht hier im Waldsportstadion. Hier in Malchow. Und wir schlagen Malchow mit 3:1. Ist soweit in Ordnung. Oh Mann, was ist denn los hier? Die fahren doch in Ordnung. Naja, kann man eben nichts machen. Gehen wir mal weiter. Mal gucken, was sie hier beschrieben stehen lassen. Ein Sieg des FC Hansa war abzusehen, obwohl ich denke, dass sie eine Mannschaft wie den Malchower SC höher hätten schlagen müssen, als das heute der Fall war. Aber Sieg ist Sieg, egal wie hoch. Ob mit einem Tordifferenz, ob mit zwei Toren Differenz. Hauptsache, wir haben hier keine Niederlage stehen, weil das wäre noch peinlicher gewesen. So, wir gehen hier einfach die Tage vor, machen das nächste Spiel noch gegen Greifswald. Und dann war's das, glaube ich, für die Folge. Weil dann gehen wir einfach dann rein in den Liga-Alltag. Keine lohnenswerte Verpflichtung von Jaroslav Lindner. Und der Player currently has no interest in joining. Er hat kein Interesse, zu uns zu kommen. So, und Lukas Scherf, da ist der FC Schönberg interessiert. Die Mannschaft, wo so ziemlich viele Spieler von uns hat. Man könnte sozusagen meine Partnermannschaft oder halt so eine Mannschaft, die das gerne macht. 0 Euro monatliche Leihgebühr. 100%ige Gehaltsübernahme, das wäre 650 Euro. Aber ich finde, man könnte ruhig ein bisschen mehr hier einfordern. So vielleicht monatliche Leihgebühr 500 Euro. Ist ja nicht sonderlich viel. Scoutbericht über Greifswald. Angriffsspiel ist in Ordnung. Und hier geht es ja relativ zügig voran, weil, wie gesagt, wir haben hier nur die deutschen Ligen, die wir drin haben, und sonst ansonsten hier nicht so viel. Meindorfer SV verliert hier 1:2 gegen Jan Regensburg. Bei Meindorfer SV haben wir ja im FM13 mit den Glasgow Rangers ein paar Spieler hingeliehen. Und die sind da wirklich gut unterwegs. Ist auch ein wirklich sehr empfehlenswertes Let's Play, wo ihr reingucken könnt. Weil es ist wirklich mit Liebe gemacht. Wir verbringen da wirklich immer ordentlich viel Zeit mit. Den der VfB Stuttgart verliert 1:2 gegen PSV Eindhoven. Lokadia und Deepay mit den Toren. Für den VfB Daniel Didavi erfolgreich. Das könnte er in der Realität momentan nicht, da er an einem Knorpelschaden leidet. Ich war ja Anfang der Woche am Dienstag beim Training des VfB Stuttgart, hab mir angeguckt. Und wir sehen hier, holla holla, die Waldfee. Chemnitzer FC verstärkt sich mit Schneider. Reisinger wechselt zum Halleschen FC. Und die Stuttgarter Kickers haben Michael Turk verpflichtet. Also das ist ordentlicher Kracher, aber 38 Jahre ist natürlich ein bisschen alt für die dritte Liga. Achli-Fan zuversichtlich vor Algier-Spiel. Schöneberg zieht das Angebot zurück. Schirbeni kommt wieder zurück ins Training. Pannewitz verpasst hier den Saisonstart. Wir könnten hier einige Spieler für die U19 abstellen. Aber die Spieler brauchen wir für unser eigenes Spiel gegen Greifswald schon selber. So, Obasi verletzt.
Das ist auch so ein Spieler, der sich immer mal wieder verletzt. Manchmal schlimm, manchmal nicht so schlimm. Ich glaube, er hatte mal so Schienbeinbruch oder irgendwas. Hat auch wirklich lange gedauert und hat ihn ordentlich zurückgeworfen. So, sehen hier einige Testspiele, die meisten in England, wie Preston North End gegen Watford oder Wellingborough gegen Northampton oder RSD Alcalá gegen Groningen, wo wir sehen, dass Rushnak ein Tor macht. Auch ein Spieler, den wir im FM13 im Fokus hatten von den Glasgow Rangers, ihn aber nicht geholt hatten, weil er unser Gehalts Geschichte da nicht angenommen hat. So, Posteingang. Sehen Sie, unsere 19 gewinnt auch so mit 3 zu 1 gegen Rothenburger SV. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, mal in der Taktik und stellen das jetzt mal entsprechend noch um, wie wir es denn gerne hätten. Ich würde mal sagen, Marcel Ziemer wird heute mal anfangen. Onur Akdogan erstmal auf der Bank, wird dann eingewechselt. Für Schünemann nehmen wir heute Pelzer mit. Brinkis im Tor, das passt soweit. Weidlich kann anfangen für Schwertfeger. Somosalo für Ratchaballi-Fardi. Mal gucken. Aal, Schwede, nee. Schwertfeger, passt alles dann. Hüsing vielleicht noch für Kroppé. Ikenklate Jakobs, das passt eigentlich so. Dann können wir da praktisch reingehen. Wählen Sie Ihren Kapitän für die kommende Saison. Das können wir eigentlich so bestätigen. Dennis Weidlich und Pelzer. Das passt eigentlich wirklich. Auch wenn wir jetzt in den Anfangsspielen ja Ruprecht hatten. Aber das wird wohl anscheinend nicht ganz gut angenommen. So. Wird berechnet und dann können wir eigentlich auch ganz gleich ins Spiel reingehen. So. Also, dann würde ich sagen, gehen wir gleich rein in die Partie. Haben noch eine Nachricht hier ausstehend. Und ich sehe jetzt gerade noch einen Kommentar für einen Vorschlag und da muss ich wirklich echt lachen. Aber ich nehme ihn jetzt mal rein. Das wird so lustig werden. Mauro Icardi zu Rostock in die dritte Liga. Ja, alles klar. Habe ich jetzt mal, weil du ja Inter-Fan bist, einfach mal reingenommen. Danke, Gianluca Marti. Oh Mann. Da kriegt man ja wirklich einen Vogel. So, und dann würde ich sagen, geh mal rein in die Partie. Hoffen diesbezüglich darauf, dass wir hier jetzt gegen Greifswald noch bestehen können. Och Mann, ich brauche bald eine Pause. Ich glaube, ich fasse es nicht. Mauro Icardi zu Rostock. Also, das wäre so eine Transfersensation. Aber das würde man so nicht hinkriegen. Bei aller Liebe. Aber das ist einfach zu krass. So, das sollten wir ihn vielleicht auch noch. So, machen wir das immer, immer und nochmal immer. Hier immer, immer und nochmal immer. Und dann können wir reingehen. So, auf geht's in das nächste Testspiel. Das letzte, bevor die dritte Liga dann startet. Ikenk auf Zima. Der verliert gleich den Ball. Wunderbar. Freut mich. Hast du gut gemacht. Ruprecht. Auf Brinkies. Brinkies nach vorne. Auf Marcel Zima. Er zurück auf Latey. Wieder Zima. Ziegenbein. Latey nach außen auf Bickel. Bickel setzt sich durch auf Latey, der versucht es direkt 1 zu 0. Mohamed Latey. Wäre doch eigentlich wirklich ein guter Spieler für uns, wenn er nicht so hohe Gehaltsforderungen hätte, die nie im Leben zu stemmen sind.
Das wäre so ein absoluter Top-Zugang. Ich werde, wenn seine Probezeit abgelaufen ist, nochmal versuchen. Weil wir können nicht viel falsch machen, erst ablösefrei zu haben. Kostet kein Geld, nur Gehalt. Zimmer kriegt den Ball nicht. Zietschlag. Nach vorne Hüsing da. Auf Weidlich. Weidlich auf Jakobs. Jakobs auf Latey. Latey zurück auf Siegenbein, auf Ikenk, auf Zima. Zima auf Bickel. Deutlich über das Tor hier, der Greifswalder. Frinkis gute Abwehr. Jakobs mit dem Ball ins Aus. So, wir schießen zwar oft aufs Tor, doch die meisten Versuche bringen nichts. So, Bickel mit dem Freistoß. Schon wieder drüber. Bickel hat einen Schlag abbekommen. Und bei ihm steht auch das Verletzungszeichen. Also da müssen wir schon rechtzeitig früh reagieren. Mal gucken, wer kann denn da links spielen? Sherwin. Mal gucken, ich guck mal, Halil. Unter Umständen. Wir haben ja für links normalerweise ja Ratscha Balli. Dann soll er da jetzt erstmal rein. Kann er natürlich nur mittelmäßig, aber wir müssen da jetzt reagieren. Krüger. Aber Lacobs ist zur Stelle auf Zima. Zima auf Ziegenbein, Ziegenbein auf Latey, Latey auf Ikenk. Wieder auf Latey, auf Jakobs. Zurück auf Ziegenbein, Ziegenbein auf Ikenk, Ikenk nach außen auf Weidlich. Weidlich auf Jakobs, der nach innen. Zima zum 2-0. Marcel Zima mit dem Tor in der 20. Gucken wir nochmal in der Wiederholung. Jakobs mit der Flanke. Hiob klärt da Latey auf Zima. Kopfball drin. 2-0. So, jetzt der verletzungsbedingte Wechsel hier. Ziegenbein mit dem Freistoß drin. 3-0 Björn Ziegenbein. 21. Minute. Dass er Standards kann, das wusste ich gar nicht. Aber gut. Ah, es war abgefälscht, aber trotzdem drin ist drin. Egal wie. Rose mit dem Einwurf auf Wojta Zielinski. Somosalo dazwischen auf Ikenk. Ikenk auf Ziegenbein. Ziegenbein auf Latey. Aber er auf Hiob. Weidlich auf Ziegenbein. Ziegenbein nach vorne auf Zima. 4-0. Marcel Zima. Doppelpack. Doppelstart von Hansa innerhalb von 3 Minuten. Hier sehen wir es nochmal. Ziegenbein. Mit dem genialen Pass auf Zima, Zietschlag mit der Parade und dann Zima mit dem Tor. Ist doch soweit ein ordentliches Ergebnis. 2 Minuten Nachspielzeit. Und dann können wir doch eigentlich zufrieden sein. 4-0 hier gegen den Gegner ist wirklich in Ordnung. So, ich bin sehr zufrieden. Bin sehr zufrieden und ich bin wirklich sehr erfreut. Dann gehen wir jetzt hier in die Taktik. Ratschabali darf nach hinten, weil ich weiß auch, dass unser Ziegenbein da links spielen kann. Passabel, aber es reicht auf jeden Fall. So, es sind natürlich jetzt Taktikumstellungen all must, aber wir müssen hier schon gucken. So, Musalo, den jetzt schon wieder rauszunehmen, das wäre eigentlich eine. Na, er hat ja angefangen, von daher wäre es keine Höchststrafe. In dem Sinne, dass man sagen kann, auch du warst nix raus mit dir. So, Pelzer darf rein. Und Kroupé für Ruprecht. Kerner darf natürlich jetzt auch wieder die zweite Halbzeit spielen. Marcel Zimmer hat es außerordentlich gemacht mit seinen 2 Toren, hat sich ideal beworben. Für das erste Ligaspiel, aber ich denke mal, Onoas sollte sich da mal beweisen können. Und dann gehen wir rein hier in die zweiten 45 Minuten. Bis dato ist hier nichts passiert in den ersten 10 der zweiten Hälfte. Bei einem Stande von 4-0 in Ono, Akdogan ist verletzt. Das darf doch nicht wahr sein.
Das darf doch nicht wahr sein. Also ich hoffe doch, dass da nichts Ernstes ist. Das ist doch bitter. Ist doch bitter hier. Naja, müssen wir halt schon wieder wechseln. Halle Safran kommt dann dafür rein. So, Röster geht raus, Landwehr kommt. Und bei uns leider Halle Safran für Onur Akdogan, der sich da leider eine Verletzung geholt hat. Wir werden es gleich sehen, was es für eine Verletzung ist und wie lange er dafür verletzt ausfallen wird. Also ich hoffe ja nicht, dass es arg lange ist, weil wir werden ihn noch brauchen. Vor allem in der dritten Liga brauchen wir wirklich jeden Mann, den wir irgendwie haben. So, und ich denke mal, wir haben doch soweit alles eingewechselt, was wir denn so wechseln können. Kofler nach hinten. Kann Stefanovic da rechts agieren? Untauglich. War ja nur der Versuch. Oder wir nehmen Stefanovic einfach raus, damit Humbert da noch spielen kann. Dann haben wir, glaube ich, alle Wechsel vollzogen, die wir im Testspiel ziehen können. Und dann geht's weiter. Noch eine Viertelstunde, 4:0 die Führung hier gegen Greifswald. So, einige Wechsel, die hier noch vollzogen werden. Und dann gehen hier die letzten Minuten jetzt noch vorüber. Schwertfeger mit dem Einwurf auf Schürbolea, er auf Kofler, auf Humbert. Schürbolea auf Safran, Safran mit dem fünften Tor hier. Halil Safran, welch ein Knaller, 20 Minuten Tor des Monats. Schürbolea als Vorbereiter. Hier sehen wir Schürbolea, wunderbar. Wunderbar gespielt. Und er wunderbar ins Tor. Sagenhaft hier. 5:0 die Führung, Kerner mit dem Ball nach vorne. Und Krüger hat den Ball. Jakobs kann ihn sich holen. Schürbolea. Nach vorne auf Halil. Den kriegt er leider nicht mehr. Weiß auf Hiob. Hiob auf Schwertfeger. Siegenbein. Auf Schürbolea. Schürbolea. Auf Humbert. Humbert auf Jakobs. Safran. Parade Weiß. Und dann dürfte die Partie hier eigentlich gleich gelaufen sein. Weiß nochmal nach vorne. Jakobs kriegt den Ball und er macht im Gegenzug hier das 6:0. Unterstreicht heute seinen Anspruch auf einen Stammplatz. Den Anspruch erfüllt er. Oh, Gottes Willen. Das war natürlich ein Geschenk und das musste hier Jakobs annehmen. Ist natürlich bitter hier für den Gegner, aber sowas kann auch mal passieren. Mendel und dann ist die Partie vorbei. Das Testspiel hier mit Erfolg abgeschlossen. 6:0 Erfolg gegen Greifswald. Und dann können wir hier doch weitergehen. Haben jetzt dann noch knapp eine Woche und dann geht's los im Liga-Alltag. Vorbereitung ist vorbei. Ich würde sagen, bis dato ordentlich, was sie geleistet haben hier. Rostock auf dem Weg zum Erfolg. Breufeld aus und Hanl. Und Humbert geht. Icardi, kein Interesse. Ist ja sowas von klar. Oh Mann, ist der Gag des Woche. So, dürfen sie alles machen. Scouten in Spanien, wenn er will. Schärf auf Liste. Kruus raus auf Liste. Und geeigneter Vizekapitän. Martin Pohl glaubt nicht, dass Pelzer einen guten Vize abgeben wird. Das werde ich verwerfen, weil es ist zwar ein lieb gemeinter Vorschlag hier, aber wenn man sowas macht, dann wirft man natürlich wieder die Pläne über den Haufen und dann beschwert sich der ein oder andere. Und das ist nicht wirklich gut für das Innenleben der Mannschaft. Bewerbungsphase für die Europa League. Starke steigt wieder ins Training ein. Wunderbar, Albert unterzeichnet hier einen Vertrag bei Meuselwitz. Und hier das Angriffsspiel gegen die Mannschaft VfB Stuttgart 2. Hauberle schlägt vor, die dritte Liga zu scouten. Okay, wenn wir dann unsere eigene Liga scouten sollen, warum nicht?
Und der Hallesche FC verpflichtet noch Radoslav Zabafnik. Bewerbungsphase für Europa League 2019. Okay, einige gute Stadien. Imtech Arena, Stadion San Nikola, Ernst-Happel-Stadion, Bulgarska-Stadion, Amsterdam-Arena. So, die Bewerbung der Imtech Arena hat von namhafter Fußballgröße wie Felix Magath Unterstützung erhalten, okay. Wenn der gute Quelix das meint, dass es gut ist. Also wie gesagt, Felix Magath, das wäre auch noch so ein Trainer für den VfB Stuttgart, weil er kennt die Mannschaft. Er hat sie schon damals vor dem Abstieg gerettet und hat sie ja wirklich so eine einmaligen Elf geformt. Ich sag nur junge Wilden, damals in der Champions League unter anderem gegen Manchester United erfolgreich. Waren einfach damals noch glorreiche Zeiten, die ja leider vorbei sind. So, noch 2 Tage und dann geht's rein in die dritte Liga in die kommende Saison. Heimspiel in der DKB Arena gegen den VfB Stuttgart 2. So. Wichtige Termine im August sehen wir hier lauter Ligaspiele. 1. FC Neubrandenburg 04, Buschke vom Verein bestraft. Okay, kann natürlich auch passieren. Ach, Training müssen wir jetzt mal noch einstellen. Ausgeglichen Angriffsspiel, Hauptfokus, Ballkontrolle, Fitness. Natürlich auf die Fitness, hier auf die Taktik. Oh Mann, warum stellst du dich hier selbst um? So, und dann geht's rein. Und dann haben wir es doch geschafft. Die Vorbereitung ist vorbei. Morgen im Sonntagspart seht ihr dann den Ligastart, wenn ich es schaffe, vielleicht 2 Partien. Die gegen den VfB Stuttgart und dann die nächste Partie. Und was bleibt mir noch anderes zu sagen, als euch einen schönen Samstag zu wünschen? Und ich würde mich über mehr Support von euch wünschen, also ab in die Kommentare mit euren Vorschlägen, was ihr so alles euch wünscht und so weiter und so fort. Ordentliche Zuschauerbeteiligung beim Spiel gegen den VfB Stuttgart 2 zu erwarten. Saarbrücken-Angebot hat Latte ein Vertragsangebot gemacht. Kann man sich das angucken vielleicht von Saarbrücken? So, mal gucken. Man muss hier deutlich runter. 21.500. Ist natürlich dann auf gar keinen Fall hier irgendwie zu stemmen. Weil ihr habt es ja gesehen, er hat eine wirklich gute Vorbereitung gemacht. Optionen, Freikaufklausel, können wir ihm gerne auch noch eine reintun. Für 4 Millionen. Nee, wird leider nichts. Darlehensrückzahlungen beginnen. Der FC Hansa Rostock erinnert Sie daran, dass nur monatliche Zahlungen in Höhe von 20.000 fällig sind, um das 450k Bankdarlehen zurückzuzahlen. Okay, hat anscheinend die Mannschaft hier einen Kredit aufgenommen. Wir sehen, das erste Spieltag der dritten Liga startet Arminia Bielefeld gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach, die mittlerweile hier wieder richtig drin steht. Früher war hier das P durch ein B ergänzt. Und wir sehen hier ein 2:2 Unentschieden, Kuhn van der Biesen und Wehmeier mit dem Tor sowie Mathis Moritz und Dominik Hegele. Moritz jetzt in der Winterpause zu Groß Asbach zurückgekehrt, von RB Leipzig zur Laie. Und dann haben wir es doch geschafft. Die werden alle bei uns spielen. Überblick der Saisonerwartungen. Der Vorstand stellt klar, was er in dieser Saison von ihnen erwartet. Eine oder mehrere dieser Vorgaben zu verpassen, könnte ihre Position im Verein unhaltbar machen. Dritte Liga, the minimum expectation is that the team finish above mid-table in the dritte Liga this season. Also das heißt auf jeden Fall, wir sollen im Mittelfeld der Tabelle landen. Und das Transferbudget für diese Saison liegt bei 313.000. Das Gehaltsbudget bei 3,16 Millionen. Ihnen wird nur ein kleiner Teil der Transferlöse zur Budgetaufstockung bewilligt. Und dann würde ich sagen, war's das für heute. Die dritte Liga.